In Videospielen dürft ihr mal so richtig auf den Putz hauen und Dinge tun, die im echten Leben nicht einfach so möglich sind. Besonders gut geht das bei Teardown. Das ist ein Sandbox-Titel vom Entwicklerstudio Tuxedo Labs, der bereits 2020 eine Early-Access-Phase hatte. Jetzt ist das Spiel offiziell auf dem Markt und lädt zum Zerstören, Chaos-Stiften und taktischen Denken ein. Auch wenn der Name des Indie-Games den Eindruck erweckt, es ging hier nur darum, möglichst viel abzureißen, steckt deutlich mehr dahinter. Ihr müsst euer Organisationstalent unter Beweis stellen, um eure zweifelhaften Aufträge erfolgreich zu erledigen. Und ja, dabei könnt ihr es so richtig krachen lassen. Wir zeigen euch, was Teardown zu einem so unterhaltsamen Spiel macht. Zu Beginn plagt euch vor allem eine Sorge. Das Geld wird knapp. Eure Mutter bittet euch deshalb, kreativ zu werden und neue Aufträge an Land zu ziehen. Sie ist es auch, die eure erste Mission vorschlägt und euch damit auf einen leicht kriminellen Pfad führt. In einer Nacht- und Nebelaktion sollt ihr euch um ein Haus kümmern, das dem Besitzer eines Einkaufszentrums im Weg steht. Und kümmern heißt in diesem Fall alles kurz und klein schlagen. Das spült euch zwar ordentlich Kohle in die Kasse, lockt aber auch die Polizei auf eure Fährte. Die haben euch nämlich bei der Flucht vom Tatort erwischt. Für einen kleinen Gefallen ist die Ermittlerin aber bereit, über den Zwischenfall hinwegzusehen. Nun wartet eine noch dubiosere Mission auf euch, bei der ihr Beweismaterial sichern sollt. Im Klartext bedeutet das, ihr sollt dort einbrechen und mehrere Computer mitgehen lassen. Damit habt ihr dann den Grundstein für eine ziemlich fragwürdige Karriere gelegt. Zur Belohnung folgen immer weitere Aufgaben, mit denen ihr manchmal sogar euren eigenen Kunden schadet. Eine wirklich große Rolle spielt die Geschichte aber insgesamt nicht. Eigentlich dient sie nur dazu, euch die nächsten Gelegenheiten zum Abriss zu vermitteln. Bei einem Spiel wie Teardown ist das aber nicht weiter schlimm, da wir keinen besonderen Grund brauchen, um uns in der Sandbox-Welt auszutoben. Über den Computer nehmt ihr die Missionen an, die euch per Mail zugeschickt werden. Die kurzen Nachrichten zeigen euch, wie die Leute auf eure Aktionen reagieren und dass eure Mutter endlich wieder genug Geld zum Leben hat. Kommen wir mal zum Herzstück des Spiels. Das sind die ganzen Werkzeuge, Fahrzeuge und alle anderen Möglichkeiten, die Welt ins Chaos zu stürzen. Fast alles lässt sich zerstören, wenn ihr mit genügend Ehrgeiz an die Sache rangeht. Reicht der Hammer mal nicht aus, um die Wand zu zerstören? Na, da gibt's ja noch die Schrotflinte. Mit der Zeit schaltet ihr nämlich nicht nur neue Orte, sondern auch praktische Ausrüstung frei. Probiert einfach mal alles aus. Kreative Einfälle werden hier auf jeden Fall belohnt. Aber Zerstörung ist trotzdem nicht euer einziges Ziel, denn um eure Mission müsst ihr euch auch noch kümmern. Dabei ist es egal, ob ihr wichtige Dokumente verschwinden lasst oder gleich ein ganzes Auto mitnehmt. Manchmal ist es am besten, unauffällig zu sein. Anstatt ein ganzes Gebäude in die Luft zu jagen, versucht es vielleicht erstmal mit einem Loch in der Wand. Schnell wird's außerdem überraschend taktisch. Ihr werdet häufig vor der Frage stehen, wie ihr am besten mit den Alarmanlagen umgeht, mit denen eure Zielobjekte gesichert sind. Meistens müsst ihr nämlich direkt mehrere wertvolle Dinge mitgehen lassen. Sobald ihr euch das erste davon schnappt, habt ihr aber nur noch 60 Sekunden Zeit, bevor euch die Polizei in die Finger kriegt. Gelingt euch die Flucht nicht, war's das mit eurer Firma. Die einzelnen Level werden dadurch ganz schön knifflig und brauchen auch mal den einen oder anderen Versuch. Umso besser, dass ihr schnell speichern und euren letzten Stand wieder laden könnt. So müsst ihr nicht mit der ganzen Vorbereitung von vorne anfangen, nur weil ihr euch einmal vertan habt. Mit der Spraydose lassen sich alle wichtigen Punkte und Fluchtwege auf der Karte markieren, damit bei eurem Abgang nichts mehr schiefgehen kann. Die gelben Markierungen sind dann auch auf der Übersichtskarte zu sehen, zumindest die auf dem Gelände. Innerhalb von Gebäuden helfen sie euch nur direkt vor Ort. Wenn es dann doch mal zu schwierig wird, lassen sich die Einstellungen ganz einfach anpassen. Ihr könnt sogar mit einem Klick alle Karten freischalten oder einzelne Missionen komplett überspringen. Das ist aber natürlich kein Muss, die Gebiete schaltet ihr nämlich auch im Laufe der Kampagne frei. Im Sandbox-Modus dürft ihr dann so richtig auf den Putz hauen und eure ganze Zerstörungswut auslassen. Keine Vorgaben, keine Grenzen. Da gibt es nur euch und eure fatalen Werkzeuge. Außerdem hat das Entwicklerteam einen Herausforderungsmodus eingebaut, in dem ihr nicht nur euer Geschick, sondern auch euer Denkvermögen beweisen müsst. Noch mehr spielerische Freiheit gibt's in einem Extrabereich für Modifikationen. Da beeinflusst ihr die Level selbst und fügt ihnen Dinge hinzu, statt sie zu zerstören. Naja, zumindest am Anfang. Später kommt dann doch wieder die innere Abrissbirne durch. Gerade am Anfang macht Teardown auch wirklich viel Spaß. Zur Eingewöhnung dürft ihr erstmal alles in Schutt und Asche legen, um ein Gefühl für das richtige Maß an Zerstörung zu bekommen. Bald kommen dann die taktischen Herausforderungen dazu, die das Ganze nochmal deutlich spannender machen. Wenn ihr nicht nur eure Zielobjekte einsackt, sondern auch optionale Dinge mitgehen lasst, braucht ihr besonders gut geplante Fluchtwege. Die könnt ihr ganz nach Belieben festlegen, Hauptsache ihr schafft es rechtzeitig raus. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Das motiviert dazu, kreativ zu werden und wirklich alles zu nutzen, was euch das Spiel an die Hand gibt.
Zwischendurch wurde es dann aber doch mal etwas eintönig. Wir mussten mehrmals in dieselben Gebiete zurückgehen, um uns wechselnden Zielen zu widmen. Das spricht zwar für die einzelnen Level, da sie auf unterschiedliche Missionen ausgelegt sind, aber dadurch kannten wir die Orte dann auch schnell auswendig. Es ändern sich zwischen den einzelnen Aufgaben nämlich nur Kleinigkeiten. Bei unserem zweiten Besuch auf einem Grundstück ist zum Beispiel das Tor versperrt worden. Das konnte uns zwar nicht aufhalten, war aber trotzdem ein nettes Detail. Die Spielwelt reagiert also auf eure Aktionen. Im späteren Verlauf werden die neuen Karten größer und schwieriger. Von daher ist das Recyceln der einzelnen Gebiete kein allzu großes Problem. Durch die zunehmende Anzahl an Werkzeugen und neuen Aufgaben bleibt das Spiel weiter unterhaltsam. Wart ihr erfolgreich mit einem Auftrag, wird sogar in den Nachrichten darüber berichtet. Auf neue Missionen braucht ihr nicht lange warten, da sich euer Können schnell rumgesprochen hat. Alles ganz diskret natürlich. Die Voxelwelt ist optisch gut gelungen, auch wenn sie nicht durch besonders kreative Einfälle glänzt. An dieser Stelle eine kurze Warnung, falls ihr Probleme mit Motion Sickness habt, wird euch die Kamera das Leben schwer machen. Teardown ist außerdem nur auf Englisch verfügbar, ihr werdet aber eh nicht viel Zeit mit dem Lesen von Texten verbringen. Manchmal ist auch die Physik des Spiels etwas fragwürdig. Dann wird ein Haus, das wir mühevoll kaputt gemacht haben, noch von ein paar wenigen Blöcken gehalten. In der Realität wären die nicht mal stark genug, um ein Spielzeuggebäude zu tragen. Aber das hilft alles nichts, da müsst ihr dann nochmal ran und auch die letzten Reste zerlegen. Das ist kein großes Problem, aber uns fehlte das befriedigende Gefühl, wenn alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Insgesamt ist Teardown ein sehr gelungenes Spiel geworden. Am meisten Spaß werdet ihr daran haben, wenn euch die Mischung aus taktischem Denken und absoluter Sandbox-Zerstörung gefällt. In den offenen Leveln, abseits der Kampagne, könnt ihr euch nach Herzenslust austoben und eure innere Abrissbirne rauslassen. Immerhin führt ihr in dem Spielmodus auch keine fragwürdigen Aufträge durch. Mit welchem Abrisswerkzeug würdet ihr am liebsten auf irgendwelche Häuser losgehen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like und ein Abo da. Und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de. We'll be right back.